Ja, Malaysia, man erkennt es kaum. Hintergrund tropisch. Nicht mehr von der Strecke, sondern vom Flughafen, da unser lieber Experte Sandro schon am Sprung ist, quasi am Flug nach Hause. Freust dich aber auch wieder nach zu Hause, oder? Es waren tolle 3 Wochen, aber jetzt nach 3, ich nehme einfach mal das Mikro. Nein, also es waren wirklich tolle 3 Wochen mit einem richtig tollen Team. Wir haben eine halbe Weltreise hinter uns, von Indonesien, Japan, dann ganz kurz nach Hause und dann ging es wieder über Australien, Thailand und jetzt zum Abschluss das beste Saisonrennen des Jahres hier in Malaysia. Ja, da sind sich, glaube ich, alle einig und wir sitzen hier auch nicht zufällig auf dem Tisch 63, denn die Nummer 1 bzw. Nummer 63 hat heute im Rematch zugeschlagen. Pecco Bagnaia, 10. Saisonsieg und wie er gekämpft hat mit Martin. Ja, es war wirklich unfassbar. Ich glaube, jeder zu Hause vor Ort, ich an der Pit Lane, wir haben einfach nur mitgefiebert. Es war nicht, keiner war für Jorge oder für Pecco, es war einfach das Rennen, das uns so beflügelt hat und für das leben wir. Und genau darum lieben wir die MotoGP. Und es war vor allem überraschend, wie es begonnen hat, weil eben die ersten Runden und es ging zu, als wäre es wirklich letzte Runde, kompletter Schlagabtausch und beide haben wirklich sind all in gegangen. Du sagst es, sie hatten beide so viel zu verlieren. Auf der anderen Seite Pecco, der heute unbedingt gewinnen musste, ging auch ein so enormes Risiko, denn es war einmal mehr, wo sie sich berührt haben. Dann auf der anderen Seite haben wir Jorge Martin, der eigentlich nur hinter Pecco ins Ziel kommen musste, aber wirklich alles daran gesetzt hat, das Rennen auch zu gewinnen. Nach seinem Fehler dann kurz vor Ende des Rennens hat er dann wirklich auch eingesehen, okay, es bleibt halt bei Platz 2. Und von beiden einfach heute ein Rennen auf einem anderen Stern. Absolut. Und es geht ja einmal noch weiter. Ein großer Showdown. Lange waren wir uns ja nicht sicher, aber jetzt wissen wir es. Es wird ein Saisonfinale geben in Barcelona, der große Showdown. Glaubst du, dass diese 24 Punkte, dass da Pecco noch wirklich was dran machen kann? Wir haben im Motorsport schon alles gesehen. Natürlich sind 24 Punkte wirklich komfortabel. Jorge kann jetzt eigentlich auch so ein bisschen taktieren und sagen, okay, ich schaue, was macht Pecco. Aber wir haben in dieser Saison schon alles miterlebt. Und ein Sturz am Samstag von Jorge, und dann ist das natürlich immer noch ein kleiner Vorsprung. Aber das wirft natürlich dann alles wieder um. Also wir können uns wirklich nur darauf freuen und sind auch froh, dass es ein Finale in Spanien geben wird, nach all den Bildern, wo wir aus Valencia eben gesehen haben. Und ich denke, wir alle werden in Barcelona nicht nur vor Ort sein, sondern auch einfach für Valencia fahren. Das sind sehr schöne Wörter. Und was wir auch natürlich noch sehr froh sind, ist, dass auch Jack Miller, Brad Binder nach diesem Horror-Crash zu Beginn des Rennens auch offensichtlich dabei sein werden. Also nach den Bildern, mir ist wirklich das Herz stehen geblieben, denn ich hatte wirklich Schlimmes befürchtet. Das waren Horrorszenen, die wir da gesehen haben. Und als wir dann die Nachricht ziemlich schnell bekommen haben, dass es Jack gut geht und dann am Schluss natürlich für mich die Bilder des Tages, dass er mit seiner Familie das Paddock zu Fuß verlässt, war für mich einfach nur schön. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das war wirklich für uns eine große Erleichterung. Ja, Sandro, große Erleichterung. Du hast es geschafft. Du hast den Überseetrip überstanden. Komm gut nach Hause und wir melden uns dann in 2 Wochen wahrscheinlich aus Katalonien wieder mit dem großen Decider der WM. Ciao, ciao.